So, heute machen wir noch ein Trainingsvideo zum Thema Handpferdereiten. Da haben wir einmal den Streumühe hier rechts neben mir. Das ist ein großer, sechsjähriger, stabiler Wallach, der jetzt gerade in der Ausbildung sich befindet. Er wurde zwar schon sehr viel vom Boden gearbeitet, aber der darf jetzt mehr ins Reitleben einsteigen. Und der hatte jetzt zu Beginn ein bisschen wenig Vorwärts, also der war jetzt eher so ein bisschen faul und auch oft etwas unkonzentriert. Bei dem ist wichtig, dass man ihm viel beschäftigt und ihn abwechslungsreich arbeitet. Mein Reitpferd ist ehemaliges Verkaufspferd und jetzt Berittpferd, die Klima. Die ist sehr fleißig, aber total brav und auch mit Handpferd lässt sie sich da nicht aus der Ruhe bringen. Und ich kann natürlich Handpferdereiten machen, auch mit Knotenhalfter oder mit Kappzaum. Allerdings ist der Streumühe schon sehr massig und stabil und ich möchte auf keinen Fall, dass er lernt, sich loszureißen. Von daher bin ich da jetzt einfach mit meiner Trense ein bisschen besser auf der sicheren Seite. Zumal trägt er dann das Gebiss mit rum. Das ist ihm zwar schon sehr bekannt, aber es ist einfach so, dass ich da über kurze Signale da gut und sicher einwirken kann. Und ich nicht möchte, dass er lernt, fest zu werden, weil er doch aufgrund seiner Größe und schon ein bisschen Masse auch Kraft hat. Und die Pferde sollen auf keinen Fall wissen, dass sie so viel Kraft haben oder beziehungsweise, dass sie die Kraft dagegen den Menschen verwenden könnten. Weil da würden wir natürlich dann am kürzeren Hebel sein. Also ich habe das jetzt die Tage schon mal probiert. Das geht jetzt schon deutlich besser. Er sucht den Weg nach vorne. Das sah vor ein paar Tagen noch ganz anders aus. Also da war er hinter mir und mochte nicht so wirklich gerne mitlaufen. Jetzt hat er schon verstanden, was er da tun soll. Beim Handpferdereiten ist grundsätzlich wichtig, dass ich ein braves und sicheres Reitpferd habe. Aber ein gutes Vorwärts, wenn das natürlich faul ist und dann da nicht genügend mitläuft, ist es schwierig, wenn ich eins habe, das sehr viel Temperament hat und da wild wird, wenn mein Reitpferd mal hinter mich kommt oder mal zur Seite wegspringt oder irgendwas macht. Es soll natürlich schon unerschrocken sein, aber ein angenehmes Temperament haben, einfach, dass es da weder Stress kriegt, noch zu langsam ist dann für mein Pferd. Genau, der nörgelt halt hier noch ab und zu mal ein bisschen rum, das stört mich jetzt aber gar nicht. Wichtig ist immer, dass ich nicht ziehe, auch wenn ich ihn mal kurz korrigieren muss, wenn er jetzt auf mich drauf drückt oder nach innen zieht. Ich kann ihn auch da mal so ein bisschen schuppen, also ein bisschen stoßen, nicht drücken oder lange Zeit auf einer Stelle verweilen, sondern ich muss einfach schauen, dass ich über Signale, die ich gebe, das Pferd einfach fein und weich dirigieren kann. Der darf natürlich seinen Kopf tief nehmen, aber der soll nicht so wie jetzt da loslaufen beziehungsweise irgendwie rumkaspern. Bei jungen Pferden, ich reite jetzt auch gar nicht so langen Schritt dann mehr, sondern reite dann vorwärts, mache die Einheit auch nicht so lang. In der Halle ist es nur eine Vorbereitung dann später fürs Gelände. Handpferdereiten eignet sich, um erstmal das Pferd an viele Umwelteinflüsse zu gewöhnen, Takt zu finden, Balance zu finden, Gleichmaß und einfach so ein bisschen Kraft aufzubauen und auf das alles im weiteren Reitpferdeleben vorzubereiten. Genau, wenn ich jetzt schneller reite, dann passe ich auf, dass mein Handpferd weder sich nach hinten fallen lässt, noch nach vorne schießt. Es ist natürlich auch mal Gefahr, dass der aus Übermut zum Beispiel ausschlägt und mich dann am Bein trifft. Deswegen beobachte ich immer gut das Handpferd
um da einfach irgendwelche Situationen ausschließen zu können. Genau, jetzt reiten wir einfach mal schneller und gucken mal, dass er jetzt erstmal hier so bei mir bleibt. Also das macht er jetzt schon prima, dass er da mitläuft. Wie gesagt, das war vor ein paar Tagen noch ein bisschen zäh. Genau, wenn der jetzt da so ein bisschen vorläuft, dann gebe ich einfach kurze Signale über Annehmen, Nachgeben und zupfe ihn wieder so ein bisschen zurück. Dass er nicht vor mich hinrennt. Also da muss man immer aufpassen, dass das Handpferd nicht an mir vorbeirennt und sich dann querstellt. Die lassen sich schon oft ganz lustige Sachen einfallen. Aber der darf so ein bisschen vor, das ist alles kein Problem. Nur er darf nicht vorausflitzen und soll sich ganz fein wieder zurücknehmen lassen. Und er darf mich natürlich nicht abdrängen. Dann nehme ich dann einfach meine Hand ein bisschen hier hin und schub ihn da so ein bisschen auf die Seite. Aber es gefällt mir jetzt prima, dass er so schön und gleichmäßig da mitläuft. Das ist eine ganz gute Übung. Zum einen erstmal die Pferde aneinander zu gewöhnen. Es gibt so Handpferdepaare, die sich dann ständig da in die Haare kriegen und beißen und halt gar nicht harmonieren. Und wenn ich da schon direkt im Gelände unterwegs bin und die sich da halt zerfleischen, da habe ich natürlich keine Lust drauf. Die Pferde haben da keine Lust drauf und ich auch nicht. Also teste ich erstmal in der Halle hier einmal die Konstellation, hier diese Anpaarung sozusagen, ob das passt vom Tempo und ob mein Reitpferd das auch überhaupt mitmacht. Ne? Also ich weiß nicht, ob die Kleima das in ihrem Leben schon mal gemacht hat. Wenn nicht, dann ist sie ein super Reitpferd fürs Handpferdereiten. Also wenn jetzt mein Reitpferd da auch ein bisschen passig geht, das stört mich jetzt erstmal weiter gar nicht. Ich gucke halt einfach, dass es flüssig vorwärts geht. Hopp. Genau, und mir ist einfach wichtig, dass ich gucken kann, dass die Pferde vom Tempo da einfach zusammenpassen und ich dann da mit den zwei dann so ganz entspannt ins Gelände dann auch gehen kann. Genau, und wichtig ist einfach Routine, dass die Pferde Routine kriegen, wissen, um was es geht. Und dann ist es auch alles gar kein Problem. Nein. Schert. Prima. Nein. Genau, das war jetzt mal so ein Einblick zum Thema Handpferdereiten. Auf was muss ich achten? Wie gewöhne ich die Pferde da dran? Wie gesagt, für den Beginn ist es immer besser, es in einem geschlossenen Raum einmal zu testen. Weil oftmals, wenn man sich auch sicher ist, dass das passt von der Geschwindigkeit und allem, gucke ich einmal trotzdem, wie das klappt, bevor ich dann ins Gelände gehe. Nein. Gut, das war das Video zum Thema Handpferdereiten.
Und dann sehen wir uns im nächsten Video.